So, ein wenig Licht. Und wir beginnen in einen neuen Tag. Just sehen wir hinten am Horizont die Sonne emporsteigen. Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln bereits auf unserer Haut. Manche Tracks sind ein wenig kurz, leider. So, willkommen zu Hause. Ich hoffe, der spielt. Ja, er spielt. Okay. So. Ups. Sieht aber irgendwie cool aus, jetzt mit der neuen Beleuchtung hier drin. Wirkt heimlich, heimlicher, genau, heimischer, finde ich. Das ist so meine persönliche Meinung, aber ich finde es schön. Zuversichtlich blickten wir in Richtung des Horizonts, wo wir die Sonne emporsteigen sehen. Ein neuer Tag beginnt. Es erwartet uns Arbeit, viel Arbeit. Mit Blut und Schweiß treiben wir unsere Werke voran, bauen uns unser Heim. Die Jagd, die Angst, dass jederzeit etwas passieren könnte, wird größer mit jedem Tag. Doch um dies zu verhindern, bauen wir unsere eigene Hütte. So, mein Freund, jetzt kommst du mal bitte hier rüber. Hat's gerade geblitzt? Hä? Der war noch auf Enable Following, deswegen ist er uns gerade wieder hinterhergelatscht. Ich habe mich gerade gewundert. Ich glaube, der ist gerade ein bisschen buggy, der Kollege. Die Sonne tut dir wohl nicht gut, mein Freund. Wieso sind da eigentlich überall so kleine blaue Punkte und so auf dem Boden? Ich sehe hier überall so ein Gekrissel. Ich mache mir dann immer Sorgen, dass das die Grafikkarte sein könnte. Weil wenn die Grafikkarte nicht mehr mag, dann kommen nämlich auch solche Punkte. So, du bleibst jetzt wo... Hauptsache erstmal genau vor die Dilos oder mitten reinstellen. Genau mitten rein. So. Dann können wir uns ja jetzt... Ich glaube, ich schneide das sogar in noch eine Folge hier. Warte mal. Ja, ich glaube... ich mache da noch eine Folge draus und dann schnippel ich das entsprechend. Wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Dum, 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 dum. Wir brauchen noch ein wenig Sage. Dann nehmen wir noch mal ein wenig was mit. Achso, ich wollte natürlich auch das Zeug hier noch reinlegen. Das da und das reicht schon. Das Fleisch können wir hier noch dem... Ach ja. Muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Die alten Knödelscheißer. So, du hast unsere... Also nicht unsere Eier, sondern du trägst die Eier aus hier. Du hast... Okay, ich dachte eigentlich, das hält ein bisschen länger, aber ist in Ordnung. Hier hast du noch ein paar Eier. Wieso gibt es eigentlich nicht Spoiled Eggs, die man irgendwelchen Dinos an den Kopf klatschen kann? Das ist mir ein Rätsel. Ich finde das lustig. Es wäre ein schönes Feature. So, warte mal, wir brauchen hier noch ein bisschen Fiber. Nehmen wir auch gerade noch mit. Und dann können wir vielleicht noch... Na, mit dem Holz wird eng. Aber dann machen wir das anders. Nee, warte mal. Wie viel Holz haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 71, da kriegen wir gerade mal ein Stück Dach hin. Warte mal, das machen wir mal anders. Taxi. Ups. Taxi nimmt das hier und wir nehmen das hier. Können wir das tragen? Ja, können wir wunderbar tragen noch. Gerade so an der Grenze, 200 Holz. Da kriegen wir auf jeden Fall schon mal drei Dachteile raus. So, die Leiter müssen wir irgendwann auch nochmal anders machen. Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, wir machen das Dach... So zuspitzen, dass dann quasi hier, dass es hier runter geht und dann da drüben runter geht das Dach. Probieren wir das mal. Wir können jetzt gerade drei Stück machen. Das mache ich auch mal eben. Kriegen wir auch wieder schön
Erfahrung. Ach, den Track, den kennt ihr vielleicht noch, ne? 3 Jahre. Und so weiter und so fort, ne? Das hatte ich ja auch verwendet zu dem Special. Zu dem 3-Jahre-Special. Oh, schon wieder ewig her. So, warte mal, pass mal auf. Ich hoffe, das geht. Oh, das sieht aber nicht so da ist er doch. Ja, er will nicht. Er will lieber... Ah, warte mal, natürlich. Vielleicht möchte er das erstmal unten dran pappen. Ja, hier ist echt ein bisschen blöd, ne? Hier ist eigentlich echt ein bisschen blöd, weil ich gehe hier mal runter. So. Wenn wir das hier dranhängen. Ist das sehr ungünstig? Nee, eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich geil. Ach komm, wir probieren das jetzt einfach mal. Wenn es nicht funktioniert, haben wir halt einfach Pech gehabt. Und das ist es dann. Denn dann bauen wir das wieder ab. Ich probiere jetzt mal, ob wir das da oben erweitern können. So. Nummer 8. Können wir es erweitern? Wir können es erweitern. Wunderbar. Ey, das sieht ja richtig... Das wird ja eine halbe Ferienhütte hier, mein Freund. So, dann, mache ich hier erstmal unten fertig. Weil das... Das sieht echt gut aus, finde ich jetzt. Weil dann hast du hier so einen kleinen Unterstand. Es war leider sehr schräg und so weiter. Und du bleibst hier ein bisschen hängen. Aber komm, ey, das bauen wir anders am Ende. Da können wir wie so eine Art Scheune. Ne? Kennst du das irgendwie? So, dann hier noch einen dran. Irgendwie ist es ein bisschen schief, ne? Weil ich will hier nicht runterfliegen. Hallo? So. Da können wir, glaube ich, sogar... Warte mal. Da können wir sogar hochlatschen. Boah, aber ich finde das schön. Das gibt... wo war denn das nochmal? Das gibt irgendwo... Gibt es tatsächlich solche Häuser, die so tiefe Dächer haben? War das irgendwie Ach, jetzt kommt der schon hier hinten hin. Jo, einfacher kannst du es uns ja gar nicht machen, mein Freund. Oh, Moment mal. Den muss ich mal ganz kurz mitnehmen. Das machen wir mal ganz kurz hier eine kleine Unterbrechung. Wo ist der angefangene Bogen? Hier. Und dann natürlich die entsprechenden Pfeiler. Und alles andere können wir dann noch holen. Erstmal müssen wir ihn jagen. Guck mal, der beschnuppert sich ja schon mit dem anderen. Ups. Oh, tut mir leid, ich bin abgerutscht. Oh, ich bin abgerutscht. Oh, tut mir leid. Oh, schon wieder abgerutscht. Tut mir wirklich leid. Was, das war's schon? Was bist du denn für ein Waschlappen? Das waren 3 Pfeile. Naja, umso besser. Dann holen wir mal eben ganz kurz das Gefussel aus dem Haus. Ach so, ja, stimmt. Jetzt ist natürlich die Musik auch von Ark noch drin. Warte mal, muss ich mal ganz kurz. Tut mir leid. Ist ein bisschen unpassend, ich weiß. So, okay. Dann nehmen wir einfach mal die Mejo-Bärin. Da können wir vielleicht, warte mal, so hier, haben wir gleich 100. Da hat auch ein bisschen was vorrätig. Hier nehmen wir nochmal die Dinger mit. Das sieht aus, als ob das alles die Babys sind und als ob die da alle irgendwie da gerade am, bisschen Milch saugen sind. So, guck mal hier. Die sind lecker, ne? Die sind super, die schmecken dir wirklich gut. So, dann packen wir mal alles andere in der Zwischenzeit weg. Ich glaube, wir brauchen da gar nichts großartig machen bei dem. Der tamt sich schon so halb von alleine. Packen wir hier die Pfeile wieder rein. Ich packe auch die Narcotics erstmal wieder weg. So, und das Dilo-Egg will ich auch gerade erstmal nochmal schnell in Sicherheit bringen. Wer hatte denn jetzt hier... Wer von euch hat hier die Eier? Hm? Das ist ein Nahrungsei. Du hast Dilo-Eggs, okay. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Dinger ausbrüten kann. Vielleicht muss man das ja auch selber machen, wer weiß. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall nochmal eine Ladung Holz. Und huch. Und ich sehe schon, wir werden noch viel, viel mehr Holz benötigen. Bei dir gehe ich tatsächlich jetzt mal aufs Gewicht, mein Freund. Auch du kannst ein wenig mehr auf den Rippen gebrauchen. Ich nehme jetzt gerade mal alles mit, was er hat. Und dann machen wir das folgendermaßen. Wir craften uns hier nochmal die 4 Rampen. Was tatsächlich gar nicht viel ist. Im Gegenteil, aber vielleicht können wir irgendwo noch mal ein bisschen Holz organisieren. Und dann basteln wir uns dementsprechend noch mal ein paar mehr. Und haben dann ein schönes Dach oben auf der Hütte. Mit dem Turm, den ich da noch in Überlegung hatte, das können wir dann immer noch mal angehen. Das ist dann wieder ein bisschen aufwendiger. Ich dachte eigentlich erst, dass man das so kombinieren könnte vielleicht. Die Musik ist gerade sehr laut. Sekunde bitte. So. Wie gesagt, müsst ihr mir dann sagen, wie es für euch von der Lautstärke ist. Für mich war es gerade sehr laut. So, Moment. Ist teilweise gar nicht so einfach, dass der das hier richtig ausrichtet. Na? Da war er doch gerade. Hier.
So, sehr schön. Und jetzt kommt nämlich der eklige... Oh, alter Schock. Okay, gerade noch so überlebt. Okay, das war easy. Ich dachte, jetzt wird es kompliziert. Dann haben wir nämlich eine Seite auf jeden Fall schon mal fertig. Ist nur die Frage, ist das Ganze auch gerade genug, dass wir in der Mitte dann die Spitze haben. Aber ich glaube, ja. Wenn wir jetzt hier noch einen dranhängen. Doch, dann können wir von der anderen Seite das Dach hochziehen. Und dann haben wir hier so einen richtig kleinen, schluckligen Dachboden. Das finde ich genial. Ich mag irgendwie so einen Dachboden. Ich weiß auch nicht, wieso. Und hier sieht das Ganze dann so aus. Da haben wir hier unseren... Ja gut, der wird dann wahrscheinlich nicht mehr mit Regen versorgt. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Ich weiß immer noch nicht, was der Greenhouse-Effekt sein soll. Das müssen wir dann alles nochmal ein wenig umbauen und so weiter. Den hier lasse ich wahrscheinlich da, wo er ist. Einfach, weil er schon so schön ausgereift ist. Und die... Ja, genau. Und die anderen, da schauen wir dann entsprechend. Moment, sehe ich schon wieder die Zeit nicht. So. Ist immer ein bisschen blöd, wenn ich da mal ganz kurz rüber switchen muss. Aber was willst du machen? So, wir haben wieder Fertilizer. Perfekt. So, dann können wir... Ja, das Hatch, was wir jetzt gerade dabei haben, behalten wir mal. Den Fertilizer, den packen wir mal hier mit rein. Huch, meine Herren. Alter, ist hier schon was drin. So, ja genau. Den Fertilizer packen wir mal hier mit rein. 150, Alter. Oh. Jo, da haben wir schon ein bisschen was vorrätig bei dem. So, dann bringen wir nochmal eben die neuen Narkobieren weg. Ich will die eigentlich ungern hier reinlegen, weil ja, die haben halt nicht so die Haltbarkeit hier drin, ne? Und das ist ein bisschen blöd. Und ich weiß nicht, ob es im Schrank besser ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das schon mal gemacht haben mit dem Kühlschrank. Du kannst ja so einen Kühlschrank bauen. Ob wir das schon mal gemacht haben. Ansonsten geben wir die ganzen Narkobieren vielleicht erstmal hier unserem Dickhäuter. Und dafür können wir ja die anderen Beeren eigentlich rausholen, ne? Ich nehme jetzt mal gerade ein paar Beeren ra. Die behältst du. Können wir noch laufen? Ja, noch geht. Okay, warte. Dann nehmen wir hier nochmal mit und hier nochmal mit. Okay, geht noch. Dann nehmen wir nochmal eine Runde mit. Das geht immer noch problemlos. Okay, nehmen wir hier noch ein bisschen mehr mit. Jetzt müssen wir langsam aufpassen. Dann gehe ich mal ganz kurz hier zu unserem Freund. Der ist fast durch mit dem Taming. Wunderbar. Ich weiß noch gar nicht, das hier ist Texturfresser. Wie nennen wir denn das andere Viech? Ich weiß es noch gar nicht. Muss ich mir nochmal was überlegen. Vielleicht könnt ihr euch ja auch mal was überlegen. Nur das Problem ist, ach, wir können ihr noch einfach mal gar keinen Namen erstmal geben. Und dann könnt ihr mir ja mal einen Namen in die Kommentare schreiben, wie wir ihn nennen könnten. Mal schauen, wie euer Einfallsreichtum da so aussieht. Bin ich gespannt. So, die Kacke packe ich hier erstmal. Ah, ist schon die Hälfte wieder abgehauen von der Kacke. Dann packe ich nochmal eben die ganzen Beeren in die Hütte. Weil von denen haben wir so viele, da tut es mir auch nicht drum leid, wenn da mal ein paar vergammeln. Das ist mir Jacke wie Hose. You have tamed the Parasaur. Das ist mir relativ Jacke wie Hose. Hm? Ah, der steckt da erstmal anscheinend. Ist ja interessant. Ah nee, die Slots sind voll. Oh. Kann man da nicht. Ach nee, automatisch irgendwie sortieren geht ja nicht. Was war denn das? Komisches Geräusch gerade. Oh! Kommst du hierher? Du gehst jetzt mal, komm mal hier hinten hin. So, dann könnt ihr nämlich schön Eier legen, ne? Jo, fein. Immer noch Level 2. 81 Meteorbeeren hat er noch. Oder ist es jetzt ein Er oder ein Sie? Das ist ein Er, okay. So, machen wir Disable Following, Disable und auch nicht Wandering hier. Wandering, ich wundere mich manchmal schon, was ihr für komische Wanderungen hier immer wieder macht. So, komm du mal hier rüber. So, fein. Machst du das schön eingeparkt. Hallo? Schön eingeparkt haben wir dich. Sehr schön. Der bleibt jetzt auch stehen, hoffentlich, ne? Ja, der ist nicht mehr following. Der, unser neuer Kollege, hat auch nochmal gerade eine Wurst gelegt hier. Guck mal, der tippelt zur Musik. Der geht voll ab gerade dabei. Yeah, that's really groovy, man. Yeah. Und da ist unser halbfertiges Dach. Das sieht aber irgendwie... Das sieht schief aus. Wieso sieht das schief aus? Ja, ach komm, das ist halt schief.
Oder wir machen das so, dass wir das halt oben gerade machen. Warte mal, jetzt schaue ich nochmal eben. Wir können es natürlich auch einfach gerade machen oben. Ich komme da gar nicht mehr ran. Doch jetzt. Tut mir leid. So. Wir können es auch einfach gerade machen. Dann haben wir halt oben nochmal so eine flache Ebene. Das muss ich mal gerade schauen. Wooden Sailing, ne? Brauchen wir auch 60 Holz. Alter Schwede, das brauchen wir alles. Holz ohne Ende hier. Was haben wir denn noch? Wooden Sailing? Das ist, glaube ich, alles. Wooden Foundation können wir da nicht gebrauchen. Dann baue ich mir eben mal so ein Wooden Sailing hier. Da muss ja auch nichts mehr dran sein oder so. Das soll einfach nur oben drauf. Sozusagen als Abrundung. Da habe ich mir das Ganze so gedacht, dass wir... ja. Ich glaube, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert tatsächlich nicht. Schade. Okay, müssen wir mal gucken. Vielleicht brauchen wir da was anderes. Hallo? Ah. So, dann packen wir das mal eben weg. So. Wooden Wall haben wir noch. Das brauchen wir später dann. Hier haben wir ein Wooden Railing. Das brauchen wir, das kann man aber nur... Warte mal. Soll ich direkt mal ausprobieren. Ist dieses Wooden Railing ist doch das, was man nur hier, glaube ich, drauf packen kann, ne? Ja, das können wir leider nur hier dran packen. Ein Gate fände ich noch cool, wenn man so Tore machen kann. Kann man wahrscheinlich auch. Also kleine Zauntore. Nicht diese riesen Dino-Tore, die kenne ich. Sondern so kleine Tore halt, ne? So. Ups. Oh, oh. Okay. Hat niemand mitbekommen? Bin gerade auf die falsche Taste gekommen. War aber, glaube ich, sowieso, dass alle... da bleiben sollen, wo sie sind. Ich grapsch mir hier nochmal eben die Wurst. So, habt ihr noch irgendwas gelegt? Eier, Würste, sonst was? Nö. Du da oben? Auch nix. Kannst du gerade eine Wurst legen? Nee, du magst nicht. Du machst eh nur Mini-Würste. Oh, du bist Level Up. Das wollen wir gerade nochmal ausnutzen. Bei dir haben wir ja gesagt, mehr auf Damage. Und das hat letztes Mal nicht viel gebracht. Deswegen gehe ich hier mal auf Feld. Das bringt deutlich mehr. So, ich weiß nicht, ob der lieber verfaultes Fleisch frisst. Vielleicht mag er tatsächlich verfaultes Fleisch lieber, auch so. Deswegen lasse ich ihm das mal drin. Du bist ebenfalls Level Up, da gehe ich auch erstmal auf Health. Den nehme ich dann mal weg, du brauchst das nicht. Wieso hat denn der da... Wieso ist denn da Blut? Besten Dank. So, du bist natürlich noch frisch und hast kein Level Up, du ebenfalls nicht. Du bist Level Up. Dann gehen wir auch nochmal auf Health. Du hast nur noch Spoiled Meat. Das heißt, ich muss mal langsam mal wieder versorgen. Du hast einmal Spoiled Meat. Dich können wir auch leveln. Dich können wir... Bin ich blind? Hä? Ich geh jetzt mal... So. Der ist doch jetzt. Okay, so. Und du auch noch einmal. Meine Herren, alle sind Level Up hier und wir haben schon wieder einen Haufen Spoiled Meat. Das sollten wir dann mal wohl anlegen. Entweder um vielleicht noch ein paar Viecher zu tamen. Wir sollten sowieso bald mal auf die Jagd gehen. Also langsam haben wir echt hier so eine Kleinstarmee vor der Tür. Entweder wir gehen mal wieder jagen oder wir suchen uns noch weitere Viecher oder wir tamen noch mal was anderes. Aber wie gesagt, ich persönlich würde jetzt gerne auch mal unser Häuschen ein wenig ausbauen, weil das, fällt gerade auf, meine Playlist ist übrigens schon zu Ende. Ich starte ihn nochmal. Da haben wir gleich nochmal den Track. Ist jetzt ein bisschen langweilig. Ich muss ihn nochmal ausbauen. Ich habe jetzt da nur so ein paar Sachen erstmal zum Testen rausgesucht. Machen wir dann noch. So, hier haben wir noch ein Ei. So, und dann haben wir noch, also Spoiled Meat kommt hier drüben, glaube ich, hin, ne? Oder auch nicht. Ne, hier ist Spoiled Meat, so. Dann haben wir noch die Würsten. Die packen wir hier nochmal eben rein. So, und können wir hier nochmal... Hallo? Können wir hier nochmal eben was ernten? Tatsächlich, noch ein paar Narco-Berries, die bringen wir nochmal eben weg. Ach so, genau. Du, mein Freund, ne? Dann nehmen wir gerade nochmal die anderen Bieren alle raus, die er noch so hat. Und auch das Setsch. Und dann hat er nur noch die Narco-Bieren. Ach so, vielleicht... Ja, ist vielleicht nicht ganz so schlau. Vielleicht sollte er noch ein paar normal behalten. Wir bringen gleich nochmal ein paar Mejo-Bieren raus. Und dann gucken wir mal, können wir hier überhaupt noch irgendwie was verteilen. Ja, sieht gut aus. Weil der verteilt das ja dann über die ganzen anderen Stacks offensichtlich. Da ist jetzt voll.
Das ist weniger gut. Dann haben wir hier noch. Wobei die paar Beeren, die wir jetzt da übrig haben, die können wir noch verteilen unter den anderen. Dann hole ich hier mal so ein Stack Medio-Beeren raus. Oder vielleicht mal zwei, dann können wir hier 100 draus machen. Die bringen wir unserem Trike. So. Und dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen was verteilen. Du hast nicht mehr allzu viel, dann geben wir die mal hier in 100er noch rüber. Du hast wahrscheinlich genügend. Du hast genügend. Haben wir noch einen Pflanzenfresser? Du bist... den hatten wir ja gerade. Du bist kein Pflanzenfresser. Die Dodos fressen irgendwie eh nichts. Ach komm, dann... Du hast jetzt irgendwie was knapp über 100. Dann geben wir... Komm, wir geben den anderen nochmal ein bisschen was und dann... Dann passt das schon. Siehst du, er legt da erstmal ein Ei drauf. So, hoch. Sag mal. So. Das nehmen wir natürlich mit. Das dürfen wir nicht einfach liegen lassen. Und du los. Oh. Durstig sind wir. So, ich packe nochmal das Rest-Set hier eben rein. Ups, bin ich gegen das Mikro gekommen. So. Noch ein bisschen was gesoffen. Und so langsam sieht unsere Bude doch mal ein bisschen mehr wie eine Bude aus. So ganz, ganz langsam tut sich da was. Ja, meine Lieben, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ist jetzt ein paar Minuten länger geworden und ja, der Cut bei der letzten Folge in dem Sinne jetzt da, ja, habe ich halt eine Folge mehr aufgenommen. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge zurück bei Let's Play Ark. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das dann so findet mit so ein bisschen Hintergrundmusik. War jetzt einfach mal so ein Test. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade nicht viele Tracks drin. Ich kann aber noch einige raussuchen. Das ist kein Problem. Und ja, und dann das andere Ding natürlich. Wie nennen wir unsere neuen Parasaurus, den wir bekommen haben? Ihr könnt mir da einfach mal ein paar Namensvorschläge gerne in die Kommentare hämmern. Und wir sehen uns dann schon bald wieder zurück bei Let's Play Ark oder eben in einem anderen Let's Play. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. See ya!